Wie du die Wirksamkeit von Knoblauch um das Vielfache verstärkst und erhöhst, indem du schwarzen Knoblauch machst, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei GeoLeben und Aisha TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir alle kennen ja die antioxidative Wirkung von Knoblauch, bei dem vor allem die Schwefelverbindung Allicin am meisten gegen die freien Radikale vorgeht. Bevor Allicin jedoch entstehen kann, muss die Knoblauchzehe zunächst mal geschnitten oder zerhackt werden. Das ist ja immer auch der Tipp, den man bekommt beim Kochen, dass eben genau die wichtigen Stoffe eben erst beim Zerschneiden, beim Zerkleinern entstehen. Ja, denn gerade in der verletzten Zehe, in der verletzten Knoblauchzehe natürlich, wird das Enzym Alinase freigesetzt, welches mit der Vorstufe des Allicin, nämlich dem Alin und dem Sauerstoff reagiert und dann entsteht also Allicin. Allicin erhöht ja im Blut den Spiegel der beiden antioxidativ wirksamen Enzyme Katalase und Glutationsperoxidase. Und auf diese Weise können eben dann vermehrt freie Radikale abgefangen und Schäden an den Zellmembranen vermieden werden. Das Allicin wirkt auch stark gefäßerweiternd, was sich klarerweise auf die Versorgung der Zellen auswirkt und auch auf den Augenhintergrund, da dieser besser versorgt wird und natürlich auch freie Radikale entschärft werden, da auch der Abtransport der Schlacken, die sich auch hinter den Augen einfach ziemlich ansammeln, dann einfach viel besser funktioniert und ich kann da wirklich ein Lied davon singen und ich merke gerade immer dann, wenn ich mehr antioxidative Kräfte in mir habe, dass ich dann auch immer wieder gerade bei den Augen ein, zwei Tage immer solche Brösel drinnen habe oder so schmierigen Stoff, der dann irgendwie so aus den Augen rauskommt. Ich denke, viele werden dieses Phänomen einfach auch kennen. Ja, und das alles kann sich auch natürlich massiv bei Demenz, bei Alzheimer, bei grauen oder grünen Star extrem positiv auswirken, wenn ich dementsprechend einfach gegen freie Radikale vorgehen kann, wie zum Beispiel mit dem Knoblauch. Es stecken auch Saponine, also sprich sekundäre Pflanzenstoffe in der Knolle, welche ja den Blutfluss steigern, also diese sekundären, sehr wichtigen Pflanzenstoffe, die ja in den Pflanzen eben drinnen sind und um die sich auch sehr oft auch dreht. Und die steigern eben auch den Blutfluss und die Blutgefäße entspannen sich und können auch die Blutfette regulieren. Diese ähnlichen Prinzipien haben wir in vielen anderen Wirkstoffen, auch in OPC, wie wir alle wissen. Ja, und weiter ist Aoyen, das ist eine weitere Schwefelverbindung, welche auf natürliche Weise im Gegensatz zu den synthetischen Medikamenten das Blut verdünnt, indem es gegen den Blutgerinnungsstoff Fibrin vorgeht. Ja, Fibrin ist eben ein Stoff, der dafür sorgt, dass das Blut gerinnt. Und auf dieses Fibrin werde ich einem Fasten-Video, das ich ja schon vor Weihnachten, also vor einigen Wochen kurz angekündigt habe, das ich noch machen werde, auf diesen Stoff werde ich dann auch bei den Fasten noch kommen, denn dieser Stoff lässt eben auch die Faszien verkleben. Auch die antibakterielle Wirkung des Knoblauchs ist nichts Neues und auch hier wiederum steht das Allicin und die daraus entstehenden weiteren Schwefelverbindungen beim Kampf eben gegen die Parasiten, gegen die Amöben, gegen viele Würmer, Borrelien und Pilze an vorderster Front. Ja, genau, Parasitenbekämpfung steht ja gerade extrem hoch im Kurs, gerade auf YouTube. Auch bei Krebs sollen Schwefelverbindungen dafür sorgen, dass krebserregende Substanzen einfach nicht mehr reaktiviert werden können und schneller eliminiert werden, sowie dass einfach die Krebszelle quasi in den Selbstmord, also in eine Apoptose getrieben wird. Und vor allem wurde hier die Wirkung bei Dickdarmkrebs, Magen, bei Speiseröhrenkrebs, Lungen und eben auch bei Brustkrebs nachgewiesen. Ja, das klingt ja alles wieder einmal sehr vielversprechend und hier reden wir nur vom ganz normalen Knoblauch. Der Knoblauch im weißen Stadium, also ganz normalen rohen Zustand, natürlich im natürlichen Zustand, hat ja schon eine offensichtlich große und bekannte Wirkung. Und wie ich diese gerade auszugsweise einfach mal beschrieben habe und als Überschrift steht ja aber
schwarzer Knoblauch erhöht die Wirkung um ein Vielfaches. Ja. Und deshalb wird es Zeit, dass wir uns jetzt einfach mal diesen ominösen schwarzen Knoblauch anschauen. Einige haben vielleicht schon was davon gehört und jetzt einfach mal im Detail. Den ersten riesengroßen Vorteil des schwarzen Knoblauchs nehme ich einfach gleich mal vorweg in den Mund. Wieso können wir ja normalen Knoblauch nicht so bedenkenlos essen? Wir könnten schon, aber dann wird es vielleicht ein bisschen happig, da müsste ich mich, glaube ich, tagelang zu Hause verstecken. Ihr wisst es alle ja genau, weil er eben einen extrem auffälligen Geruch entwickelt und eben auch dadurch jeder nicht so viel Knoblauch essen kann. Und der rohe Knoblauch reizt einfach auch die Magenschleimhäute zusätzlich und das ist dann in großen Mengen dann auch nicht so wirklich gut und dann gibt es halt einfach auch einige Nebeneffekte von rohem Knoblauch. Ja. Und dieser Effekt oder diese Effekte, der Geruch und auch die Magenreizung und so vielleicht noch so einige andere kleine Nebenwirkungen, die fallen mit dem schwarzen Knoblauch absolut weg. Das ist mal das erste Wunderbare. Das kommt alles weg. Und wir haben dann, wenn dieser fertig ist, zu dem ich dann noch kommen werde, wie das genau gemacht wird, dann haben wir eher so einen sanft süßen und fast, und jetzt möchte ich ein bisschen übertreiben, fast blumigen Geschmack in seiner Erscheinung. Und ja, so ein bisschen wird es in die Richtung gehen, leicht übertrieben. Ja, der schwarze Knoblauch hat, und so schreibt eben die Literatur, ein wesentlich größeres Gesundheitspotenzial. Ich kann ja eben auch die Dinge nicht beweisen, ich kann mir nur die Literatur anschauen, was Menschen damit geschrieben haben, wie die damit geforscht haben und es selber dann ausprobieren und mir meine Schlüsse ziehen, wie ihr ja alle wisst. Er hat auf jeden Fall ein wesentlich größeres Gesundheitspotenzial als eben der normale. Und er kann einfach bedenkenlos gegessen werden. Also du kannst dir wirklich fünf, zehn hineinhauen, wenn du das so sehen möchtest. Und es wird nichts riechen. Du wirst einfach keine Wirkung in die Richtung haben. Und er reizt einfach den Darm auch nicht, wie der weiße Knoblauch. Und das möchte ich einfach auch mal so an die Kamera sagen, weil ich immer wieder so Kommentare bekomme, gerade wenn es ums Erhitzen von gewissen Stoffen geht, da kommt immer sofort der Zeigefinger, oh, und da geht ja alles verloren und das ist ja totaler Blödsinn, wenn man das alles erhitzt. Nein, meine lieben Leute, so ist es halt nicht immer. Es geht einfach nicht in eine Richtung. Es macht schon Sinn, gewisse Dinge einfach auch zu erhitzen, weil eben auch gerade da oft genau die Wirkstoffe, ätherische Öle oder eben auch die Effekte, die Wirkungen um Vielfaches erhöht werden, wenn man was erhitzt. Knoblauch macht ja auch Sinn, wenn man ihn nicht nur schneidet, sondern eben auch, wenn man ihn isst, vor allem leicht anröstet, weil eben auch genau da auch wieder sehr viele Wirkstoffe frei werden, nicht nur die Geschmacksstoffe. Also hier nicht einfach immer nur sagen, erhitzen ist alles böse, sondern es macht viel Sinn. Ich denke, viele Leute unter euch werden auch Gesundheitstees trinken und die schmecken, glaube ich, kalt auch nicht so toll. Also da macht es auch Sinn, diese zu erhitzen, weil eben auch genau da die Wirkstoffe erst zur Entfaltung kommen. Ja, und die Studien natürlich auch. Die Studien belegen, schwarzer Knoblauch enthält reichlich Vitamin C sowie Selen und Kalium sowie Mineralstoffe und sicher noch einiges mehr an sekundären Pflanzenstoffen. Ja, aufgrund des Maillard-Prozesses, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgedrückt, das war ein Franzose, Maillard, glaube ich, sagt man da jetzt dazu, also dieser Maillard-Prozess erhöht sich die Bioverfügbarkeit seiner Inhaltsstoffe. Und dieser Maillard-Prozess ist eben der Prozess, dass aus dem normalen, aus dem rohen Knoblauch eben dieser schwarze wird. Und das ist der nächste Spitzenfaktor, warum man schwarzen Knoblauch zu sich nehmen sollte. Er erhöht die Bioverfügbarkeit um ein Vielfaches. Und viele wissen ja, es geht ja nicht nur darum, was wir hineingeben, sondern was auch dann wirklich der Körper aufnehmen kann. Also wie verfügbar wird das Ganze, das ich dann im Magen drinnen habe, auch für den Körper, oder scheide ich das meiste wieder auf?
Also die Bioverfügbarkeit wird mit schwarzem Knoblauch massiv erhöht. Ja, und die antioxidative Wirkung ist nicht nur durch die erhöhte Bioverfügbarkeit um einiges besser, sondern auch wegen dem S-Allylcystein. Das ist im weißen Knoblauch nur in kleineren Mengen vorhanden und im schwarzen vermehrt sich das, also hier potenziert sich eben dieses Cystein, dieses Allylcystein und wird wesentlich höher und hat auch wieder hier wesentlich mehr Wirkung bei freien Radikalen. Ja, und gerade eben auch bei Diabetes ist der Knofi, wie wir in Österreich nennen, sehr, sehr interessant, also der Knoblauch. Und dauerhafter zu hoher Blutzuckerspiegel führt ja zu führt wahrscheinlich in den meisten Fällen zu Diabetes mellitus, das ja die Grundursache eines chronisch überhöhten Blutzuckerspiegels einfach hat. Und das heißt, hier gehen die Zuckermoleküle mit dem Hämoglobin, also einem Protein, eine Verbindung ein und werden enzymatisch nicht abgebaut. Und das ist das Problem. Und deshalb verbleiben diese eben im Blutkreislauf viel zu lange und die setzen sich dann zum Beispiel im Laufe der Jahre eben in den Augen, hinter den Augen ab, im Gehirn ab oder halt überall im Körper. Und das verursacht dann eben klarerweise diese Schäden. Diabetes kann zur Folge haben, Blindheit. Wir wissen, viele Menschen müssen irgendwo amputiert werden, weil hier eben komplette Körperteile absterben. Also Diabetes mellitus ist jetzt nichts Lustiges und wenn wir da wirklich wissen, Knoblauch bzw. der schwarze Knoblauch, der hilft da massiv, eben weil diese ganzen Schlackenstoffe zuerst gar nicht entstehen können, eben dadurch, dass die im enthaltenen Aminosäuren eben im Knoblauch, die fördern eben die Insulinproduktion und wir wissen ja, Insulin ist dazu nötig, um den Blutzucker zu regulieren, also das Hormon Insulin ist einfach wieder notwendig, um den Blutzucker zu regulieren und der wird eben durch die Aminosäuren im Knoblauch wieder angeregt. Ja, es hat sich einfach gezeigt, dass der Reifegrad des schwarzen Knoblauchs am 21. Tag grundsätzlich am wirksamsten ist. Was es mit dem 21. oder überhaupt mit dem Reifegrad und den Tagen auf sich hat, werde ich euch dann noch erklären, wie man den schwarzen Knofi eben macht. Ja, der Polyphenolgehalt ist im schwarzen Knoblauch viermal so hoch. Der Flavonoidanteil ist sogar fünfmal so hoch wie im roten Knoblauch. Und Studien zeigten eben, dass diese sekundären Pflanzenstoffe nicht nur viel mehr waren als im normalen Knoblauch, sondern eben auch gegen die freien Radikale viel besser wirkten. Und hier zeigte eben eine Studie, dass bei der Pufferung der freien Radikale, also beim Vorgehen, dass wie weit eben die Radikale gepuffert werden, sogar ein bis zu 20 Mal höherer Wert als beim normalen Knoblauch eben ist, also 20 Mal so viel, das ist schon nicht mal schlecht und ich glaube, da kann man das schon wirklich mal ausprobieren, aus dem rohen Knoblauch einen schwarzen zu machen. Und es wurde auch die Krebswirkung in vitro und eben auch in vivo getestet und auch hier gleich vorweg zeigte der schwarze Knoblauch eine wesentlich größere Wirkung bei der Apoptose, also beim Zelltod der Krebszellen. Und hier ist eben das vorher von mir gesagt ganz eindeutig noch einmal durch Studien belegt, also es zahlt sich aus, schwarzen Knoblauch zu essen. Ja, jetzt habe ich viel über das Wie, über das Was und über das Warum gesprochen und jetzt endlich her mit dem schwarzen Knoblauch. Ja, das Gute ist, man kann ihn selbst herstellen. Man kann ihn selber herstellen, man kann ihn natürlich auch kaufen. Er kostet um einiges mehr als ein normaler roter Bio-Knoblauch. Da kostet er eigentlich einiges mehr. Aber man kann ihn sich einfach, also relativ einfach herstellen. Und das, was du an und für sich dazu brauchst, das schon mal vorweg, ist ein elektrischer Reiskocher. Genau, ein Reiskocher. Ich bin ja jetzt nicht der riesengroße Reiskocher, nur wenn ich von einem Thema einfach wirklich extrem überzeugt bin, also wenn mich etwas
so weit bringt, dass ich sage, genau, das ist was, was mich persönlich interessiert, das will ich so schnell als möglich ausprobieren, habe mir vorgestern noch einen Reiskocher gekauft und da habe ich und da bin ich beim Flohmarkt fündig geworden. Ich habe einen original japanischen Reiskocher gefunden, 5 Euro hingeblättert und seit gestern ist der Knoblauch schon im Gärungsprozess. Ja, so schaut es nämlich aus. Was brauchen wir also, wie gesagt? Wir brauchen einen Reiskocher, um schwarzen Knoblauch herzustellen und natürlich genügend guten, am besten natürlich Bio-Knoblauch, das ist klar, also am besten den Organic Garlic. Den befreien wir als erstes von dem verlängerten Vorsatz, wie man das nennt, also wenn da was da ist, dann schneiden wir das weg und wir geben auch die obere Schalenschicht weg, damit die, glaube ich, im Reiskocher nicht zum Brennen anfängt. Ja, und wenn wir mit dem Befreien der Schale fertig sind, dann legen wir in den Reiskocher auf den Boden so ein, das bekommt man eben bei Asiaten, ich weiß jetzt gerade, so Bambusdeckel, die kann man dann zuschneiden oder man kann auch was anderes hineingeben. Ich habe da eben gleich die Verpackung vom Knoblauch hergenommen, die ist auch so aus Holz. Die lege ich auf den Boden, damit hier das Zeug eben nicht so anbrennen kann und auch Luft vielleicht besser zirkulieren kann da drinnen. Also das zuerst hineinlegen und dann einfach schön langsam die ganzen Knollen hinein. Alles hinein damit, den Reiskocher voll machen. Das ist natürlich wichtig, damit sich das Ganze eben auch auszahlt. Und wenn dann genügend Knoblauch drin ist, dann geben wir oben einfach nochmal ein bisschen von diesem Holz bzw. von diesen Bambusdeckel, die man dazu schneiden kann, oben drauf und dann wird der Reiskocher natürlich zugemacht, keine Frage, und am besten dann einen Platz suchen, wo man den Reiskocher dann hinstellen kann, weil es kommt die ersten Tage dann offensichtlich schon ein sehr starker Knoblauchgeruch aus diesem Reiskocher heraus. Ich habe ihn gestern dann gleich auf den Balkon verbannt, was jetzt vielleicht nicht so gut ist, weil es relativ kalt ist, habe aber eine dicke Decke drüber gelegt. Also ich habe den Reiskocher schön eingewickelt und da kann es sich jetzt entfalten. Also der Reiskocher, der funktioniert so, der hat an und für sich eine Kochfunktion und eine Warmhaltefunktion. Der kocht die ersten 20 Minuten also einfach auf Kochen stellen und dann schaltet das Gerät automatisch auf Warmhaltefunktion über. Also das kocht jetzt nicht ewig dahin, sondern es hat eine Warmhaltefunktion. Und das Ganze dauert dann 21 Tage, weil sich, wie ich schon gesagt habe, durch Studien herausgestellt hat, dass die Wirkung am 21. Tag sozusagen des Gärungsprozesses am besten ist. Ja, und wenn dann die Tage eben um sind, Deckel auf, Knoblauch raus, entweder ja mal anschauen, wie das, ob das jetzt wirklich funktioniert hat. In meinem Beispielvideo hat es natürlich funktioniert und das Ganze wird einem Gärungsprozess unterzogen und das Ganze hat eben dieser ja, Maillard, dieser Franzose erfunden, darum heißt dieser Prozess eben oder diese Reaktion die Maillard-Reaktion und deshalb spricht man dann auch von der Maillard-Reaktion und durch diese Reaktion bekommt dann eben der Knoblauch seine schwarze Farbe. Du kannst dich also beruhigen, der Knoblauch wurde nicht in glühende Kohlen geschmissen und so verkohlt, damit er so schwarz wird. Zum Schluss einfach nochmal Danke an Rohvegan am Limit, an Patrick für seine hervorragenden Dienste auf seinem Kanal und natürlich auch an die Jessie, die hier das so wunderbar vorgezeigt hat. Alles Liebe weiterhin und ja, weil eben Gesundheit wichtig ist, bleibe oder werde gesund. Alles Liebe von Gio und Aisha, Baba, dann ciao und tschüss, bis zum nächsten Video.